Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Close-Up hier auf die Filmfabrik. Viele von euch haben es sich sehnlichst gewünscht und heute ist es endlich soweit. Es dreht sich um eine der besten und beliebtesten Serien der Fernsehgeschichte, nämlich Breaking Bad. Stellt euch vor, ihr habt ein recht gewöhnliches Leben, einen sicheren Job, eine Frau und ein Kind. Das Leben bewegt sich immer in denselben Bahnen. Jeder Tag schleicht so dahin und ihr wisst genau, wie euer Leben in 10 Jahren aussehen wird. Doch dann bekommt ihr die Diagnose Krebs und nur noch kurze Zeit zu leben, es sei denn, ihr lasst euch für sehr viel Geld operieren. So sieht das Leben des stinknormalen Chemielehrers Walter White aus. Gerade in der Zeit, in der Breaking Bad entstand, war das amerikanische Krankenversicherungssystem sehr rückständig. Du musst operiert werden und die Krankenhauskosten betragen Hunderttausende von Dollar. Tja, dann hast du Pech gehabt, das musst du aus eigener Tasche bezahlen und bist vermutlich für den Rest deines Lebens verschuldet. Walter White steht deswegen vor einem Berg von Krankenhausrechnungen, die niemand bezahlen kann. Skyler ist auch noch schwanger. Was macht man also? In Breaking Bad kocht man Crystal Meth, mordet sich durch die Welt und wird einer der beliebtesten Typen der TV-Geschichte. Ein Witz zur Serie ist, dass wenn Breaking Bad in Kanada gespielt hätte, da wo es ein allgemeineres, sozialeres Krankenversicherungssystem gibt, die Handlung nach einer halben Folge abgeschlossen gewesen wäre, weil Walter keine Schulden gehabt hätte und damit keine Motivation dafür gehabt hätte, Meth zu kochen. Der Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Vince Gilligan ist der Schöpfer und Showrunner der Serie. Der Amerikaner hat vor Breaking Bad an Nennenswertem eigentlich nur an Akte X gearbeitet. 28 Folgen hat er dafür geschrieben. Mit Breaking Bad hat er aber eine sehr intelligente und raffinierte Geschichte geschrieben, in der der lupenreine Protagonist sich langsam zum Bösewicht entwickelt. Er sagte einmal abwertend, dass das Fernsehen immer zu Charaktere entwickeln würde, die sich teilweise über Dutzende von Staffeln nicht verändern. So kann man Serien eben über Jahre oder sogar Jahrzehnte laufen lassen mit immer denselben und denselben Figuren. Und genau das wollte er anders machen. Verrückterweise war AMC der einzige Sender, der die Idee von Breaking Bad umsetzen wollte. Showtime, TNT und sogar HBO haben das Projekt abgelehnt, als es ihnen Gilligan gepitcht hat. FX hat zunächst sogar den Piloten produziert, dann aber Breaking Bad ebenfalls abgeschossen, um die Serie Dirt mit Courtney Cox zu produzieren, um mehr weibliche Zuschauer anzulocken. Dass sie sich jetzt im Nachhinein in den Arsch beißen, es anzunehmen, die insgesamt 62 Folgen der 5 Staffeln liefen äußerst erfolgreich von 2008 bis zum Serienfinale 2013 und sagenhafte 16 Emmys und 2 Golden Globe Awards gab es dafür. 62 Folgen, da gibt es eine weitere interessante Parallele. Das Element Samarium hat im Periodensystem die Ordnungszahl 62 und eines der Samarium-Isotope wird bei Krebserkrankungen zur Linderung von Knochenschmerzen eingesetzt. Und übrigens, in den ersten Frames des Intros der Show sieht man im Bildzentrum die chemische Summenformel C10H15N und das ist die Summenformel für Methamphetamin, also Meth. Der Titel Breaking Bad, also sich zum Schlechten entwickeln, von gut zu böse, trifft den Nagel auch auf den Kopf und ist in sich schon die gesamte Grundhandlung der Serie. Und es gibt wenige Serien, die bisher eine solche Fanbase hervorbringen konnten und ein derartiges Maß an Spannung erzeugen konnten. Dabei entwickelte Gilligan die Idee eher im Zufall. Er sprach mit einem Kollegen über seine damalige Arbeitslosigkeit und da fiel der spaßig gemeinte Satz, da hilft nur ein Meth-Labor in einem Wohnwagen und wir fahren durchs Land und machen Geld. So entstand Breaking Bad, doch die Serie wurde für Gilligan eine große Herausforderung, denn Walter White ist ein moralisch so untragbarer Charakter, dass ihm die Aufgabe, diese Figur zu schreiben, mehr hat für das Projekt brennen lassen als der eventuelle finanzielle Erfolg. Denn bevor klar war, wie gut und beliebt Breaking Bad eigentlich wird, kann man sich ja die berechtigte Frage stellen, ob ein Publikum akzeptiert, dass eine Figur, mit der man sich zunächst perfekt identifizieren kann, völlig amoralisch und zum Teil auch schlichtweg böse wird. Das war eine große Herausforderung. Da gab es sicherlich Diskussionen darüber, ob das Publikum bis zum Ende dranbleibt. Aber es ist wie so oft, wenn man von Anfang an davon ausgeht, dass das Publikum intelligent ist und mitdenkt, dann kann man so viel Besseres schaffen. Die Entscheidung, die Serie nach 5 Staffeln enden zu lassen, muss man Gilligan auch hoch anrechnen, denn das allgemeine Interesse, um die Serie finanziell weiter auszuschlachten, das war definitiv da. Diese Entscheidung traf Gilligan, da er glaubte, dass die Qualität der Folgen irgendwann abnehmen würde, wenn man zu viele Folgen produziert. Ganz nach dem Motto, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und es gibt zwar Ausnahmen, aber ansonsten kann man diese Entscheidung sicherlich nachvollziehen. Bryan Cranston war auch Gilligans erste Wahl für die Rolle. Dabei wollten Sony und AMC Cranston zunächst nicht, da er sich vorher vor allem einen Namen mit komödiantischen Rollen gemacht hatte. Sie fragten Matthew Broderick und John Cusack, aber beide lehnten ab und so konnte Gilligan seine erste Wahl fragen. Und laut Gilligan könne nur Cranston das böse Arschloch spielen, für das man aber immer noch Sympathie empfindet.
finden kann. Und diese Idee ging auch genau auf und die beiden arbeiteten auch schon in Akte X mal zusammen und Cranston arbeitete an der Figur des Walter Whites mit, dachte sich zum Beispiel Walters Vorgeschichte aus, um der Person mehr Tiefe geben zu können. Als Andenken an seine Rolle hat sich der Schauspieler sogar das Logo der Serie aus dem Periodensystem auf dem Finger tätowieren lassen. Lustigerweise sollte Aaron Pauls Rolle als Jesse Pinkman am Ende der ersten Staffel sterben, doch es war ähnlich wie beim Hausmeister in Scrubs. Paul spielte die Rolle so gut und so authentisch, dass Gilligan ihn weiterleben ließ. Und unvergessen sind die etwa 54 oder 55 Bitch-Ausrufe, mehr waren es tatsächlich nicht in der gesamten Serie. Jessys Figurenentwicklung ist aber ebenso bemerkenswert, denn seine Figur ist stets hin und her gerissen und er hat klare Probleme mit sich selbst, seinem Leben und mit dem, was um ihn herum passiert. Und es ist ein unerschütterliches Gesetz im Drehbuchschreiben, dass die interessantesten und mitreißendsten Figuren diejenigen sind, die mit sich selbst nicht im Reinen sind und einen inneren Konflikt austragen. Genau das tut Jesse Pinkman. Letztlich stellt er damit sogar einen Gegenpol zu Walter dar, beziehungsweise die beiden entwickeln sich vor allem gegen Ende so ein bisschen gegensätzlich. Während Pinkman im niedersten Drogensumpf beginnt und sich langsam aber stetig mehr und mehr aus der Kriminalität wegbewegen will, ist White eben das genaue Gegenteil und der vom lupenreinen Familienvater immer mehr zum Drogen-Oberboss wird. Die Szenen, in denen Meth gekocht wird in Breaking Bad, sind auch sehr wahrheitsgetreu. Bryan Cranston und Aaron Paul haben zur Vorbereitung tatsächlich gelernt, wie man Meth kochen kann. Im Schnitt wurden dann aber Schritte rausgenommen und oder die Reihenfolge geändert, um keine Anleitung zur Herstellung ungewollt rauszugeben. Und übrigens, Marius Stan, der spielt Bogdan Wolinetz, den unfreundlichen, herablassenden Besitzer der Autowaschanlage, in der Wyatt eine Zeit lang jobbt. Und dieser Marius Stan ist im wahren Leben Chemiker und Physiker am Argonne National Laboratory und arbeitet zurzeit in der Kerntechnik. Walters Entwicklung ist schlichtweg der größte Catch der Serie dabei. Cranstons Figur kommt an einen Punkt in seinem Leben, in dem sie sich nicht mehr zu helfen weiß. Geld bestimmter Leute möchte Walter nicht annehmen. Mit Jesse findet er jemanden, der sich im Drogengeschäft einigermaßen auskennt, der an seiner Einsamkeit leidet und dessen Süchte ihm in seinem Leben viel verbaut haben. Seine Eltern haben ihn irgendwann aus dem Haus geworfen und sein Leben verläuft genau wie Walters. Die beiden haben also eine gewisse gemeinsame Grundlage. Walter braucht Jesse für die Drogen, Jesse braucht Walter vielleicht als eine Art Vater, mit dem er etwas gemeinsam angehen kann. Walters Frau Skyler sieht diese Entwicklung zum Schlechten nicht bzw. wälzt sie auf seine Erkrankung ab. Sein Sohn Walter Jr. leidet an einer Krankheit namens infantiler Zerebralparese und hat daher motorische Probleme, gehen ist nicht gerade leicht, auch das Sprechen fällt ihm schwer. Der Schauspieler der Rolle, RJ Mitty, leidet auch in Wirklichkeit an dieser Erkrankung, jedoch nicht so stark ausgeprägt wie in der Serie. Vermutlich ist aber genau das der Grund, warum er eben nicht wie ein Schauspieler wirkt, der die Krankheit unglaubwürdig herüberbringt, sondern wie jemand, der sich wirklich damit auskennt. Dennoch musste er 5-mal vorsprechen, um die Rolle letzten Endes zu bekommen. Letztlich betont Walter ziemlich oft, diesen Weg nur für seine Familie eingeschlagen zu haben. Sie sollen finanziell abgesichert leben können, wenn er stirbt. Einer von Walters engsten Vertrauten ist zugleich einer der größten Gegner Walters, sein Schwager, der machohafte Hank Schrader, dargestellt vom US-amerikanischen Schauspieler Dean Norris, der durch seine Position bei der amerikanischen Drogenfahndungsbehörde DEA als Walters Widersacher gegenübersteht. Doch eine weitere wichtige Figur ist der Anwalt Saul Goodman. Er vertritt Walter und Jesse. Jesse hat Saul Goodman in einem Zitat sehr gut beschrieben: "You don't want a criminal lawyer, you want a criminal lawyer." AMC hat nun mit der Serie Better Call Saul ein Spin-off über die Figur geschaffen, die chronologisch vor den Geschehnissen in Breaking Bad beginnt und es ist meiner Meinung nach ein recht gutes Spin-off, das die Geschichte des Anwalts noch ein wenig näher beleuchtet. Auch hier ist Gilligan in der Produzentenrolle, aber nicht als Showrunner, das ist Peter Gould. Unbedingt erwähnenswert zu Breaking Bad ist auch die Kleidung der Figuren und vor allem die Farbe der Kleidung der Figuren. Denn auch auf dieser Ebene haben die Macher der Serie einen roten Faden durchgezogen und die Veränderungen der Charaktere gezeichnet. Bei Walter selbst gibt ist die größte Wandlung. So beginnt sein Farbspektrum bei unauffälligen Grün- und Brauntönen. So wird auch sein Stil immer dunkler, immer mehr schwarz und auch auffälliger. Generell ändern sich die Farben der Kleidung immer durch auffällige Ereignisse und wichtige Stellen im Plot. Walters alter Ego Heisenberg trägt ziemlich häufig Grün und Grün ist die Mischung aus Blau und Gelb. Blau ist die Farbe, die Skyler am häufigsten trägt und Gelb ist die Farbe, die Jesse am meisten trägt. Egal wie die Serie geendet hat und ich hoffe, ihr da draußen kennt das echte Ende, die Serie war ein riesiger Erfolg. Die Kritiker überschütteten die Serie mit vollen Punkten, Sternen und was man noch so alles vergeben kann. Und auch was das Thema Preise angeht, konnten sich die Verantwortlichen neue Glasvitrinen kaufen. Ich selbst habe die nach
Anfangsschwierigkeiten verschlungen, auch wenn ich fand, dass insbesondere in Staffel 3 viele Folgen zu sehr auf Exposition aus waren und sich etwas gezogen haben. Dennoch bisher auch meiner Meinung nach eine der besten Fernsehserien aller Zeiten. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr Fans von Breaking Bad? Ich kenne kaum jemanden, der dieser Serie nicht volle Punkte geben würde. Schreibt mir eure Meinung doch einfach mal in die Kommentare und vergesst nicht, ab nächster Woche Mittwoch sind bei uns die Star Weeks. Da wird's erstmal einen Monat lang sehr intensiv Star Wars Videos geben. Glaubt mir, ich habe ein paar sehr, sehr geile Skripte für euch geschrieben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Alper.